lang. Guten Morgen erstmal. Moin. Bonjour. Wir fahren gerade die Küste lang, Richtung Saint-Malo. Wetter ist semi-optimal, gerade mal trocken. Ja, aber die haben für heute den ganzen Tag irgendwie Regen angesagt. Aber dann werden wir heute mal einen ruhigen Tag angehen. Morgen soll es besser werden und dann werden wir Saint-Malo und die Umgebung unsicher machen. Wir fahren jetzt auf einen Stellplatz, der liegt nördlich von Saint-Malo und der hat 173 Plätze und dann schauen wir mal. Einen wunderschönen guten Morgen. Bonjour. Aus? Noch nicht ganz Saint-Malo, obwohl ich schon eigentlich Saint-Malo. Gehört zu der städtischen Gemeinde oder so. Ja, ne? Ja. Wir sind jetzt vom Stellplatz aus auf dem Weg mit dem Rad nach Saint-Malo. Das sind so circa 6 Kilometer. 6,6. Laut Navi. Ja, bis zur Hafen, hä? Ja, ja. Innenstadt. Ja. Das Wetter ist semi-optimal, sagen wir es mal so. Zum Fahrradfahren schön, weil es ist nicht zu warm. Ja, obwohl 21 Grad haben wir schon wieder. Wollte gerade sagen, das ist warm, aber trocken. Bewölkt, aber trocken. Aber der Hintergrund sieht nicht so toll aus, könnte ich mir vorstellen. Obwohl, auch komm, in Natur. Man muss dem auch alles mal ein schönes abgewinnen. Jo, wenn wir jetzt nochmal eine Radtour machen. Ich werde das mal aufzeichnen und dann später mal mit einblenden, wie wir gefahren sind. Mhm. Und dann machen wir jetzt gleich mal Saint-Malo unsicher. Genau. Sagen wir was zum Stellplatz oder später? Sagen wir was zum Stellplatz. Möchtet ihr was zum Stellplatz hören? Der liegt ja ein bisschen nördlich von Saint-Malo. Ist ein sehr großer Stellplatz. Ich glaube über 170 Plätze. Kostet 15 Euro inklusive Strom und Wasser. Fähr- und Entsorgung, keine Sanitär. Bei 3 Tagen zahlst du 40 Euro. Was wir getan haben. Genau. Es zählt, was hatten wir gestern? Donnerstag, ne? Ich glaube. Donnerstag zählt da ein Foodtruck, so ein Imbisswagen mit Burger. Dann gibt's noch, kommt dann irgendwann ein Imbisswagen mit Muscheln. Okay. Und ich glaube mit Crepe. Also es ist irgendwie jeden Tag irgendwie ein anderer. Dann wünsche ich mir heute die Crepes. Ein anderer Imbisswagen da. Ich weiß nicht, ob jeden Tag, aber da sind mehrere angeschlagen vorne, man meldet sich vorne an der Rezeption. Ja, da hat so ein bisschen Campingplatzcharakter, ne? Ja, ja, wobei man fährt drauf, sucht sich einen Platz aus und meldet sich dann an. So einfach. Also so einfach kann es sein. Ist einfach, ja. So einfach. So, stecken Stecker rein und schön gut ist. Genau, die Plätze sind ziemlich gerade, ziemlich ja, groß, also top für grade. Große und kleine. Alles da. WLAN kostet Geld. Wie viel weiß ich nicht. Wir haben ja Unlimited. Keine Ahnung. Ja. Ja, genau. Und jetzt. Was lachst du denn jetzt? Ich lach dich an. Ach, du lachst mich an. Ja. Muss ich mal nach unten gucken, ob sie mich irgendwo getreten hat. Oder. Nee, wir fahren jetzt weiter. Genau. Und suchen noch ein paar schöne Spots raus. Dann schauen wir mal, wie Saint-Malo ist. Würde ich sagen. Auf geht's, Buschi.
San Malo, hier steppt der Bär. Ja. Ist jetzt hier, denke ich mal, so die Altstadt, ne? Boah. Alt ist ja alles. Keine Ahnung, wir schauen mal. So ein städtischer Gemüsegarten oder was machen wir hier? Ja, die haben statt Pflanzen, statt Blumen haben die hier halt eben Tomate, weiß nicht, Zucchini. Zucchini habe ich schon gesehen. Kohl habe ich gesehen vorhin. Und vorne, guck mal hier. Paprika. Da ist so Zucchini, eine gelbe. Zucchini. Ja. Mangold, da ist Paprika, Tomate, da ist noch Kohl. Kann man ernten oder? Ich habe keine Ahnung. Du schon keine Ahnung hast. Ich weiß nicht, ob man es ernten kann, man's, ja. Ob man es darf. Also Perle. So, das war aber mal lecker. Wie satt? Fein, ja. War fein. So, und jetzt gehen wir auf die... Auf die Mauer. Auf die Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Schau dir mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer. Kennen wir alle, oder? Ich weiß nicht, ob. Kennen wir alle? So, das war ja auch jetzt eine bretonische Galette. Ja. Und kein Crepe, was wir da gerade gegessen haben. Und Unterschied ist ja, die Galette kommt, wird gemacht mit Buchweizen. Ne? Genau, nur Buchweizen und Wasser. Genau. Mehr ist das nicht. Buchweizen und Wasser, richtig. So, und dann halt so. Und dann mit Auflage. Genau. Kannst du ja auch noch mit einer Bratwurst kriegen. Aber ich glaube, da ist so ein bisschen wie keine Grenzen gesetzt. Und natürlich einen leckeren Cider dazu. Halbtrocken war unser jetzt, ne? Der war halbtrocken. Ah, ist aber... Leben wie Gott in Frankreich. Perfekt. So, da geht's jetzt hoch. Das ist aber kein Standard. Das ist kein Standard. Nee. Jo. Schön hier. Oh, ist das schön. La Pia. Ja, auch mit dem Meer so. Smaragdküste, ja. Hat den. Das sieht man hier richtig, ne?
Skoll. Prost. Prost. Oh, zischt. Also bei Wolken. Heute Morgen losgefahren. Ja. Und jetzt bei 47 Grad angekommen. So, San Malo. So, San Malo. Ich fand's mega schön, ehrlich gesagt. Ja. Mal so richtig schön. Ja. So das Drumherum, so nachher dann auf der Mauer von der Altstadt. Wir sind ja da jetzt durch diese alte, ganz Altstadt durch. Ja, diese Stadtmauer, ne? Die alte Stadtmauer. Und dann drumherum das, wenn man dann guckt, da aufs Meer raus und dieses klare, grünliche Wasser, herrlich. Also, nee, war richtig schön, hat mir richtig gut gefallen. Ja, Strecke dahin, Radwege, also es gibt Radwege, die sind auch soweit gut und breit, also meistens, manchmal an der Hauptstraße. Ist jetzt dann auch nicht so also schön immer. Nicht so ausgebaut wie unten im Südfrankreich. Hm. Ne? Also hier fährt man schon mal dann wirklich so bei den kleineren Straßen dann auf der Straße. Sonst sind eigentlich überall Radwege angezeichnet. Und kommt man auch sehr gut durch. Nee, also passt schon. Ja. Also ja. Da kommt man ganz gut mit Fahrrad hin von der Bahn jetzt. Ja. 6 Kilometer, 6,6, 6,7 Kilometer, sowas. Alles easy gut. Ne, die Stadt wunderbar, richtig schöner französischer Flair irgendwie so, ne? So. Ne, war wunderschön, kann man nur empfehlen, sollte man auch machen. Auch so da unten die ganze Strandabschnitt und sowas, ne? Die Festung, also auch diese Piratenschiffe. Ja, wir sind jetzt noch ein bisschen hier. Ja, wir gucken morgen mal. Da hier den Strandabschnitt uns mal an. Ja, wenn Wetter ist, können wir mal reingehen. Vielleicht mal so die andere Richtung. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Und übermorgen düsen wir weiter. Ganz entspannt. Genau. Jo, alles klar. Dann vielleicht bis morgen oder so. Mal sehen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall bis bald. Ja, genau. Ciao. Struggle. I know you've had some pain. I know you're feeling tired, held down by all the weight. Yeah, I know you're feeling lonely. Your smile ain't the same. I saw you where to go from here. What go? Selfie. 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 Jetzt ist gerade so schön Sonne. Einen wunderschönen guten Morgen. Bonjour. Heute ist Samstag, ne? Ich glaube ja. Und wir wollten uns heute mal einen Tag am Wasser gönnen. Jetzt ist aber auch klar, dass das Wasser nie ganz so nah ist. Aber wir gucken mal, hier soll es auch noch einen schönen Skulpturenpark, Steine. Ja. Von einem französischen Künstler. Ja, ein Pastor oder sowas war das. Ich gucke gleich nochmal nach. Aber heute ist hier Stille, schön. Ja, ist jetzt das Wasser noch weg, ne? Ja. Das kommt erst heute Abend oder heute Nachmittag, ist dann hier Meerwasser. Dann ist hier auch mehr los. Also mit Meerwasser? Mehr. Mormor. Meinst du salziges Wasser? Oder? Ja. Viel Meerwasser. Viel mehr Meerwasser. Also mit H. Meerwasser. So Moorwasser. Ja, das ist jetzt ungefähr 300 Meter vom Stellplatz entfernt. Maximal. Ja, also ein paar Minuten zu Fuß nur. Zwei Minütchen höre ich gerade. Okay. Vielleicht drei.
Aber es ist warm, blauer Himmel. Ja. Perfekt. So, Öffnungszeiten sind von 9 bis 19 Uhr, kostet pro Person 2,50 Euro. Ne? Ja. Die Skulpturen sehen, die sind so mitten in den Stein gehauen. Ja, oder? Aber so wie der Kollege hier. Da platziert. Aber man muss so ein bisschen trittsicher sein. Weil man muss da so ein bisschen rumklettern. Aber schön. Spielst du jetzt auch meine Flipflops an? Nein, nein. Ich spiele auf meine Unsicherheit an, hier rumzuklettern. Mega schön. Ja. Mega, mega schön. Also, boah, ey. Richtig schön. Richtig klasse. Und dann mit der Möwe, ey. Hammer, oder? Hammer. So, wir werden jetzt ein Croissant suchen. Oder? Schatzi Mausi sucht schon. Ja, ich hab Hunger. So, unsere Ausbeute. Sieht gut aus.